Moin, liebe Filmfressenfamilie. Der Peter und ich, wir gehen in diesen Film hier. Oh mein Gott. Thanksgiving, und zwar jetzt. Wir sind kurz davor. Die Biere sind gefüllt. So ist es. Und geöffnet. Und wir auch gleich. Peter, was erwartest du von Thanksgiving? Einen schlechten Film wahrscheinlich. Warum? Weil Eli Roth kein guter Regisseur ist. Eli Roth ist kein guter Regisseur, aber das Beste, was er zustande gebracht hat, meines Erachtens, war der Fake-Trailer, der Grindhouse-Trailer zu Thanksgiving. Der Trailer, der richtige Trailer für den richtigen Film Thanksgiving, der hat mich eher abgeturnt. Deswegen erwarte ich jetzt auch erstmal wenig bis gar nichts. Das ist eine gute Voraussetzung. Und bin sehr gespannt, was wir gleich zu berichten haben. Also wir sehen uns nach dem Intro wieder. Wir sind's wieder, die Filmfressen. Absolute Empfehlung. Der Peter. Und der Manu. Und es gibt so viele unfassbar geile Filme. Es reißt einen wirklich mit. Holst du mal den? Wir kommen straight out of cinema und begrüßen euch jetzt hier zur Besprechung von Thanksgiving. Wir lieben es, US-amerikanische Feiertage zu feiern. Das stimmt tatsächlich. Was haben wir denn geguckt? Ja, wie ihr das schon im Intro gesehen habt, natürlich Thanksgiving von Regisseur Eli Roth. Und welcher Feiertag liegt sonst jetzt so in der Nähe? Ne? Das Erntedankfest. Richtig. Ja, Thanksgiving. Nicht Buß- und Bettag? Bums- und Bettag. Ah. Kann sein. Ja, wir feiern ja Halloween, dies, das. Ganz ehrlich, wir nehmen einfach jeden Feiertag gerne mit, um über Horrorfilme zu sprechen oder Slasher zu sprechen. Es geht gar nicht darum, irgendwelche so Feiertage wie Muttertag oder Valentinstag oder so. Nicht. Das liegt uns nicht am Herzen. Ja, und uns liegen diese Konsumfeiertage nicht am Herzen. Es sei denn, Horrorfilme werden rausgemacht. Sondern die Horrorfilme, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Ja. Und jetzt haben wir von Eli Roth. Ist jetzt nicht so mein favorisierter Regisseur, sage ich ganz ehrlich. Ja, sehe ich ähnlich. Auch kein super Schauspieler. Knock Knock. Knock Knock ist ein cooler Beitrag. Ist vielleicht sogar sein bester Film, den er so gemacht hat. Ist der einzige, der mir gerade aktuell einfällt tatsächlich. Aber Hostel 2 vielleicht noch. Die habe ich alle verdrängt. Ja. Hm? Hostel 1, Cabin Fever, ne, hat er natürlich alles gemacht. Wollten wir eigentlich mal über alle drei sprechen. The Green Inferno. Stimmt, den habe ich gemieden. Es gibt ja die Eli Roth Formel. Das heißt, 5 bis 6... Oder sag ich mal, ne, so ein paar Jugendliche oder junge Erwachsene gehen irgendwo hin, also sprich in eine Hütte im Wald bei Cabin Fever oder nach Europa in Hostel oder in den Urwald in The Green Inferno und so weiter. Und da erleben sie komische Sachen. Ich dachte, die kommen einfach nicht zurück. Ja. Hier in Thanksgiving ist es so, dass eine Handvoll junger Erwachsener markiert werden bei Instagram. Mhm. Und dann komische Sachen erleben. Getaggt. Ja, sie werden getaggt. Ja, ja, und erleben dann merkwürdige Sachen. Denn ein Jahr zuvor an Thanksgiving ist in dem Walmart, im Rite Mart ist etwas passiert. Da sind Im Fight Mart sind Leute reingestürmt und es kam unglücklicherweise zu ein paar Todesfällen. Und durch die Real Zombies. Ja, genau. Die wirklichen Konsum-Zombies. Die wahren Zombies. Ja, und ein Jahr später kommt dann der John Carver. Das ist unser Killer hier. Hm? Einer der Gründerväter, also mit Maske des Gründervaters. Ach, John Carver. Ich dachte, wir kennen den. Der dann jetzt hier die Leute dezimiert. Hm? Nach dem Zehn-Kleine-Jägermeister-Prinzip. Altbekanntes Slasher-Muster, das wir kennen. Hm? Die Blaupause. Und dann geht es darum, ja, wer ist es denn? Und wir folgen da den Jugendlichen, die da auf der Schule sind und so weiter und so fort und den ganzen Leuten drumherum. Okay, mir geht es tatsächlich nicht darum, wer es war oder ist, auch wenn der Film das möchte. Ja. Mir geht es tatsächlich darum, wer, wann, wie und wo stirbt. Ja, mir in erster Linie auch, denn wir sind ja bei einem Slasher und die Handlung drumherum spielt meistens keine große Rolle, ist aber immer schön, wenn es irgendwie etwas Besonderes ist, als einfach nur Jugendliche laufen durch den Wald. Ja gut, das ist ja hier der Feiertag, ne? Ja, hier laufen sie durch die Stadt, so ein bisschen Scream-mäßig. Total Scream-mäßig, der ganze Film. Ja, der Fake-Trailer oder der Grindhouse-Trailer, den Eli Roth inszeniert hat, habe ich im Intro schon gesagt. Meines Erachtens somit das Beste, was er jemals gemacht hat. Hm? Ne, da gibt es ein paar ikonische Szenen in diesem Trailer und habe ich gesagt, die müssen drin sein. Wenn die nicht drin sind, bin ich bereit zu sagen, das ist der schlechteste Slasher des Jahres. Wie gut, dass sie drin sind. Sie sind drin in abgewandelter Form. Also generell sieht der Film ja auch anders aus als dieser Grindhouse-Trailer. Ja, ist halt so ein Hochglanz-Slasher.
Ja, deswegen der neue, der Scream-Vergleich oder vor allem der Vergleich mit dem neuen Scream. Auch. Ja, ja. Was aber auch legitim ist, weil er halt im Hier und Jetzt spielt. Ja, hätte ich mir den Look dennoch gewünscht. Ja. Aber dann hätte ich auch eine andere Zeit gewünscht. Dann hätte es halt 70er, 80er irgendwie in der Richtung sein müssen. Ja. Wäre auch völlig legitim gewesen und auch cool gewesen. Generell haben wir hier einen flott erzählten, ganz cool konstruierten Slasher. Ja, auf jeden Fall. Das, was ich tatsächlich nicht erwartet habe, weil das Slasher-Genre ist auserzählt. Ja, seit 30 auch, Jahren. Aber es ist vor allem auch aktuell nicht so wirklich spannend. Scream ragt da trotz meiner Kritikpunkte da schon noch qualitativ immer ein bisschen raus. Aber das Slasher-Genre hat schon seit Jahren nicht mehr groß was zu erzählen. Der hat der Film auch nicht groß. Aber der macht halt bei ein, zwei Sachen halt wirklich einen guten Job. Und da war ich echt überrascht. Also er nervt nicht mit seinen Teens. Die sind tatsächlich unscheiße. Die sind in Ordnung. Ne? Ja, also da hatte ich überhaupt keine Probleme mit, auch wenn ich denen am Anfang den Tod gewünscht habe. Das hat sich relativ schnell gelegt. Also die sind nicht gerade sympathisch, aber... Ist ja auch dann der Grund, ne, warum es dann da irgendwie... Tumulte gibt oder auch Kritik gibt an denen, weil die halt sich so ein bisschen scheiße benehmen. Aber mein Gott, das sind halt jugendliche, junge Erwachsene. Ja, so. Vor allem, sie kriegen ja auch den Vorteil irgendwie so ein bisschen geschenkt und die provozieren das Ganze ja auch nur in gewisser Form. Wie die anderen sich verhalten, ist ja dennoch deren Entscheidung und die ist halt schon. Das ist aber ein sehr erwachsener Ansatz. Ja, Entschuldigung. Selbst für dich. ja, und das Wichtigste ist tatsächlich das, was einen Slasher in der Regel ja ausmacht, die Kills. Muss ich sagen, liefert er in der Regel ganz gut ab, auch wenn hier und da man natürlich das CGI sieht, bemerkt und vielleicht auch bemängelt. Mhm. Habe ich aber schon deutlich schlechter gesehen und so langsam muss man sich, sollte man sich vielleicht auch so ein bisschen daran gewöhnen, dass dieser digitale Look auch hier immer mehr zur Gewohnheit wird, immer mehr zu dem, wird, was man so nutzt. Aber er hat auch teilweise in ein, zwei Szenen kommt das schön zur Geltung mit Practical Effects das Ganze nochmal ein bisschen aufgepäppelt. Auf jeden Fall. Und da sind ein, zwei Kills bei rumgekommen, die nicht nur geil aussehen, sondern die auch tatsächlich auf eine humoristische Art und Weise cool inszeniert wurden. Also wenn diese praktischen Effekte ergänzt sind durch CGI-Effekte, finde ich das in Ordnung. Okay. Da habe ich prinzipiell ja nichts gegen. Ne? Und wenn es dann auch gut gemacht ist. Und der Film ist ja generell gut gemacht. Immer handwerklich, ne, was so Kamera angeht und so. Ne? Auch wenn immer dieses, die Figuren vorne scharf, Hintergrund unscharf. Das ist halt so ein Stil. Mhm. Der ist halt irgendwie seit ein paar Jahren halt in anscheinend. Das ist okay. Der ist von der Kameraführung her, von dem ganzen Konstrukt, von Schnitt und so weiter und so fort, ist der handwerklich top. Kann man nichts sagen. Ist okay. Wie du sagst, Hochglanz-Slasher. Ja. Ne, der ist einfach gut gemacht. Ja. Und dazu diese etwas dreckigen und teilweise ziemlich harten Kills auch. Mhm. Und das im Kino. Ja. Also wir können das gerade im Kino sehen. Er hat ja auch nur eine FSK 18, was jetzt auch aktuell so bei den ganzen Horrorfilmen nicht immer der Fall ist. Und da gab es auch schon mal, sag ich mal, Zeiten, in denen wir einfach in der FSK 16 gegangen sind. Und dann war das so, dann spritzte so ein bisschen Blut rum und dann musste man warten, bis in der Videothek dann das Tape rauskam mit dem Director's Cut oder so. Der war dann ab 18 und dann konnte man 30 Sekunden länger sehen. Ja, und dann war es ein bisschen blutiger, das Ganze. Man denke beispielsweise an Scream, die Ausweitung von Drew Barrymore, die man dann erst... Das ist ja im Unrated sogar. Genau. Ne? Also nur komplett zu sehen. Genau. Ja, also da sind auf jeden Fall jetzt bessere Zeiten. Ja, definitiv. Zu unseren Gunsten. Ich habe dich vor dem Film gefragt. Und ich habe dir geantwortet. Glaubst du, der wird politisch? Und was glaubst du, wie politisch der wird? Habe ich gesagt, ich hoffe nicht oder beziehungsweise ich glaube nicht. Ne? Du hast gesagt, du hoffst nicht. Okay. Ist er auch nicht wirklich, also nicht viel, aber er ist zumindest gesellschaftskritisch. Denn das, was er anprangert, gerade am Anfang, oder das, was dann auch so das Gimmick ist, ist Konsumkritik. Genau, nicht Thanksgiving, sondern Thanksgiving.
es geht so um Black Friday, genau, und so weiter. Und dann Leute, die offensichtlich in den USA ist das ein großes Ding, ne, dass es in den Läden es unfassbar krasse Rabatte gibt, sodass die Menschen dann wirklich vor dem Laden warten, sich Horden bilden, die dann reinstürmen. Das kennen wir ja alles irgendwie aus Internetvideos oder auch aus Nachrichten und so. Dass Leute dann reinstürmen und sich wirklich darum prügeln, den günstigsten Fernseher zu bekommen. Ich habe das einmal bei Aldi mitgemacht. Röhrenfernsehzeit noch, ne? Achso, okay, gut. Ja, ja, ja. Ganz früh morgens mich da wirklich auch angestellt und so. Nicht gecampt? Nee, nee, nee. Aldi war nicht weit weg von wo meine Eltern wohnen, ne? Habe ich das einmal mitgemacht und habe dann noch ein Exemplar ergattern können, aber das war auch schon fies, aber nicht ansatzweise so, wie wir es aus diesen, aus Walmart und so weiter kennen. Hat mich ein bisschen gewundert auf der einen Seite, denn ich denke, heutzutage wird das doch eher online stattfinden. Also die meisten Angebote gibt es ja wohl online und dass man eher so bei Online-Händlern zuschlägt und da dann klick, klick, klick. Ich war mir jetzt gar nicht mehr so bewusst, dass das noch so ein aktuelles Ding ist, glaub da wirklich in die Läden zu rennen. Da geht er, glaube ich, in der Zeit ein bisschen zurück, damit er das halt aufgreifen kann. Zumindest rückschrittlich. Heute prügelt man sich halt wirklich im Internet. Darum. Ja. Okay, Konsumkritik in allen Ehren. Hm? Finde ich auch in Ordnung. Aber das musst du nicht unbedingt bei Thanksgiving machen, trotz Black Friday. Das kannst du bei allen Feiertagen machen. Das kannst du beim Muttertag machen, bei Valentinstag, kannst du bei Weihnachten machen. Das ist nichts Besonderes. Das ist nicht das, was Thanksgiving rausstechen lässt. Ach so, ja, okay. Und da hätte ich zum Beispiel gesagt, mach's doch ein bisschen politisch. Ja. Politisch, da kriegt der Alman Achim, der kriegt schon wieder hier, der dreht den durch. Ah. Ja, da richtet er sich auf, weil das politisch wird. Na, aber da hätte man doch wirklich mal sagen können, weil Thanksgiving ist ja seit ein paar Jahren jetzt auch, ne, als die Leute mal wirklich mal ein bisschen drüber nachgedacht haben, was das eigentlich bedeutet. Die Amis meinst du jetzt, hoffe ich. Die, ja, klar, die meisten Amerikaner haben mal überlegt, ist ja gar nicht so unproblematisch, dieser Feiertag. Ja? Also auch wenn man sich dann da vielleicht die Gründerväter so mit den Ureinwohnern da so dann zusammengefunden hat und so. Ne? Aber generell feiert man schon, dass man irgendwie auch Land weggenommen hat. Und da, ne, man ist ja eingefallen da und hat der Urbevölkerung halt Land geklaut und so weiter. Ja? Nur weil man sich dann da einmal so ein bisschen die Friedenspfeife geraucht hat, man das dann jetzt sich zu feiern. Vieles schön. Das hätte man noch viel geil, das hätte man noch so aufziehen können, dass dann zum Beispiel irgendwie ein indogenes Volk oder hätte eine, man, aber eine indogene das Bevölkerung. Nee, aber das hätte es besonders gemacht. Okay. Weil diese Konsumkritik, ich meine, die hast du halt in Dawn of the Dead, ne? So, ja, die hast du auch in verschiedenen Weihnachtskomödien, in Weihnachtshorrorfilmen und so. Das ist nicht das Besondere, aber das hätte jetzt das zum Beispiel, das hätte perfekt zu dem Feiertag gepasst, der seit ein paar Jahren ja auch kritisch beäugt wird. Und wäre woker gewesen. Es ist schwanzegal, ob das woke ist oder nicht. Ja? Das wäre doch ein cooler Aspekt gewesen, weil ich das so noch nicht gesehen habe. Ja. Die Konsumkritik habe ich schon ein paar Mal gesehen. Und das fand ich jetzt nicht besonders. Das fand ich ein bisschen läppsch. Das war der einfache Weg, der sehr einfache Weg. Ja gut, aber das wurde halt auch nur angekratzt. Ne? Also das war ja wirklich nur so in den ersten 10, 15 Minuten. Es wird halt immer wieder bewusst. Für die, die Killerin oder den Killer. Oder ist es einem immer bewusst? Und wir wissen ja, dass die Amerikaner, die US-Amerikaner sich schon immer etwas schwer damit getan haben, ihre eigene Geschichte adäquat aufzuarbeiten. Da will man dann vielleicht auch nicht unbedingt anecken. Da hätte aber Eli Roth ein Vorreiter sein können. Ja klar, aber es ist ja nun mal trotzdem so ein Feiertag, ähnlich wie so ein 4. Juli, auf den die sich halt ein bisschen was einbilden und den will man sich halt auch nicht kaputt reden lassen. Weißt du, was ich meine? Ich finde das interessanter als die Konsumkritik, definitiv, die du halt immer anbringen kannst. Definitiv. Gebe ich dir nicht unrecht. Eine andere Sache. Bitte. Es gibt so ein paar Szenen im Trailer, die natürlich hier jetzt anders weitergeführt. Also der Fake Grindhouse-Trailer, der ist natürlich nicht der Trailer für den Film, den wir jetzt im Kino sehen. Vom Look her und von den Schauspielern schon ist ja klar. Ja. Das war ja bei Hobo with a Shotgun auch der Fall. Ja. Es gibt aber ein paar Szenen in dem Fake-Trailer, die cooler waren. Ja, ich fand die so besser. Trampolin. Ja, das ist tatsächlich eine Szene, die ich nicht im Kopf habe. Ich habe vor allem die vom Streetwalk, also wo die die Parade halten. Das ist in Ordnung. Ja, aber das ist auch ähnlich, ne? Also da haben sie nicht viel ändern können und müssen. Ja. Trampolin habe ich gar nicht mehr so eine richtig in Erinnerung. Trampolin fand ich im Grindhouse-Trailer lustiger. Auch hat eine coolere Pointe gehabt. Hier hat man es ein bisschen erweitert. Weiß nicht, ob es das gebraucht hat. Dann gab es diese Texas Chainsaw Massacre-Szene am Tisch. Ja.
Ich fand, die sah auch ein bisschen böser und fieser aus in dem Grindhouse-Trailer. Ja gut, aber das ist allein der Look, ne? Naja, nicht nur. Ne? Nee, auch das Prop, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Also, ne, wie gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die sie übernommen haben, nicht immer hundertprozentig. Ja. Na, hat mir da auch ein bisschen besser gefallen. Okay. Der Weg dahin ist ja auch cool. Also, das bemängle ich nicht, aber da sind so ein paar ikonische Szenen, so ein paar Szenen, wo du denkst, okay, jetzt ist, hier kommt der Money Shot, ja. Und dann denke ich mir so, ja, okay, ist ganz nett. Gut, letztlich haben sie aber alles gebracht. Oder? Mehr oder weniger. Ich glaube, die wichtigsten Szenen aus dem Fake-Trailer sind tatsächlich auch in diesem Film drin. Da war ich generell schon mal positiv überrascht, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, geht mir nicht anders. Ne? Ich hatte ja auch gesagt, so von wegen, ich erwarte da nichts, beziehungsweise vor allem von Eli Roth nicht. Und ich bin überrascht, wie souverän er sich dann in diesem Genre gibt. Ja. Weil das wirkt so, ich würde sagen, er hat bei Craven gut aufgepasst. Es ist aber auch das Mindestmaß, was ich von ihm, genau wie von Rob Zombie, deswegen bin ich ja Rob Zombie gegenüber auch so kritisch, genau wie Eli Roth gegenüber, ja. Das Mindestmaß, was ich halt von solchen Fans erwarte. Ach so, weil Eli Roth ist genau wie Rob Zombie, ist halt ein Fan. Ja, stimmt. Der liebt diese Filme, genau wie wir die lieben. Ja. Ja, also die guten, die Klassiker und so weiter. Sollte man wissen, wie man das umsetzt. Ne? Und dann erwarte ich von ihm, dass er mindestens das bringt, was er jetzt bei Thanksgiving gebracht hat. Mhm. Ne? Da hat er hat immer wieder gezeigt, dass er ein Gefühl hat für gewisse Sachen. Ja? Mhm. Rob Zombie auch. Ne? Ich sage ja auch nicht, dass alles schlecht ist, was er gemacht hat. Aber es ist immer so, dass ich mir, in den meisten Filmen zumindest so, dass ich mir denke, da fehlt noch ein bisschen was. Okay, hier fehlt auch ein bisschen was, aber es ist trotzdem mehr als sonst. Ich finde, das ist einer seiner besten Filme. Und deswegen bin ich sehr positiv überrascht und total zufrieden gerade aus dem Kinosaal gekommen. Das heißt, es ist nicht der schlechteste, sondern der beste Slasher des Jahres. Muss ich kurz überlegen. Ist schwierig, wir haben von nicht viele... Von aktuellen Filmen würde ich vielleicht sogar sagen, ist doch der beste Slasher des Jahres. Da bin ich mal gespannt, weil es kommen ja vielleicht noch ein, zwei andere Slasher- und Horrorfilme dieses Jahr raus. Ja, stimmt. Weihnachten ist ja auch. Mit einem anderen Feiertag, der dieses Jahr noch kommt. Ich wollte gerade nächstes Jahr, dieses Jahr. Habe ich gesagt, dieses Jahr. Achso, ich habe nächstes Jahr verstanden. Aber ja, und da ist interessant, was wird denn da die Kritik sein? Also der politische Unterton. Muss es immer ein politischer Unterton sein? Nö, hier in dem Fall hätte ich mir auf jeden Fall eine andere Richtung gewünscht. Also bei Thanksgiving, das war mir zu einfach. Aber dennoch, von mir aus... absolute Empfehlung für Thanksgiving. Schau dich in dem Kino an. Würde ich auch sagen, gerne auf der Leinwand, gerne ein paar mehr Leute ins Kino, weil der jetzt auch nicht so gut anläuft, wie er es tatsächlich verdient hat. Und das von zwei alten Horrorfans ist fast schon wie so ein Ritterschlag. Würde ich mal fast vermuten. Dem stimme ich zu. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr hier einen Daumen nach oben gebt, dass ihr vielleicht auch mal einen Kommentar hier lasst, ne, mit eurer Meinung zu dem Film oder zu sonstigen Sachen. Keine Ahnung, der Algorithmus dankt es euch und vor allem uns. Dankt uns auch mit vielleicht hier so einen Merch-Artikel kaufen oder ein Patreon-Abo abschließen. Wir sind und bleiben für euch die Filmfressen Peter und Manu. Bis zum nächsten Mal.